Und damit willkommen zurück bei einer neuen Runde Let's Retro Indiana Jones and the Fate of Atlantis. So, wir befinden uns hier gerade quasi in Atlantis. Zumindest vermuten wir, dass das Atlantis ist. Wir wissen natürlich nicht genau, ob das wirklich zutreffend ist. Und wir sind immer noch dabei, hier die Tür irgendwie aufzukriegen. Wollen wir nochmal schauen, ob wir das doch mal irgendwie hier mit den Scheiben auf die Reihe kriegen. So, jetzt überlegen wir gerade nochmal. Aufgehende Sonne. Was haben wir denn hier noch? So Mittagssonne? Ich vermute ja mal, dass das eigentlich müsste das so sein, wie es... Nee, aufgehen. Nicht abnehmender Mond, ne? Achso, war schon richtig. Und eigentlich bin ich der Meinung, dass das so stand. Wir probieren das einfach nochmal. Da tut sich nichts. Können wir nicht diese Perlen irgendwie mit der Statue benutzen? Der Mund ist zu. Was ist, wenn du das in die Augen steckst? Okay. Warte mal, wir versuchen das nochmal. Hier sind doch die Hörner. Was passiert eigentlich, wenn wir das genau verkehrt rum machen? Ups. Nein. Also, die Stadt nach unten. Na, wo ist er? Der abnehmende Mond, den nach unten. Und die Nacht nach unten. Na nun? Der Mund der Statue hat sich geöffnet. Ah. Also können wir jetzt die Orichalcum-Perlen da reinlegen, oder? Denke ich mal, ne? Ah, da geht die Tür auf. Ah, perfekt. Dann können wir da jetzt wohl durchgehen, ja. Oha. Ach so. Nanu, was ist das? Okay. Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Nee, hier geht's wohl nicht weiter. Ah, da läuft einer rum. Die Frage ist, jetzt müssen wir um ihn herumlaufen, oder? Das ist ja wahrscheinlich dieser Doktor... Wie hieß der denn noch? Ein Soldat ist das, okay. Und den müssen wir ja irgendwie herumlaufen, ne? Die Frage ist nur, wo lang? Gehen wir hier einfach mal ein bisschen weiter. Oder geht der gleich in die andere Richtung? Ne, der kommt wieder zurück. Dann müssen wir hier mal weitergehen. Die Frage ist ja, kommt da noch ein Soldat? Aber irgendwie klar. Ach, da kommen wir gar nicht weiter. An dem müssen wir ja wohl irgendwie vorbei. Na, wo ist Indy jetzt? Achso, da. Wo läuft der denn überhaupt lang? Der läuft jetzt wahrscheinlich wieder nach rechts. Ja, okay. Dann mal schnell hier vorbei. Der sieht uns ja jetzt wohl nicht. Also wir kommen hier so durch. Gut. Ach, da kommt er raus. Oh, oh. Ah, scheiße. Verfolgt er uns jetzt, oder? Thank you.
Ich dachte, er geht immer den gleichen Weg. Jetzt können wir aber hier rein. Komm. Sieh zu. Ah, nee, das schaffen wir nicht. Jetzt kommt er auch schon zurück hier. Gehen wir nochmal in den Untergrund. Ach nee, er kommt nicht zurück. Okay. Ich dachte, er kommt jetzt hier durch. Na, wo geht er jetzt lang? Das ist mir zu riskant jetzt, ey. Jetzt kommt er doch hier an. Also wenn wir jetzt wieder zurückgehen. Ah, das schaffen wir nicht. Schneller, Indy, schneller. Sieh zu. Sieh zu, sieh zu, sieh zu. Nein, da kommen wir nicht rum. Ah, nein. Ah, Moment. Warte hier. Kommen Sie zu. Jetzt kommst du hier rum. Ja, 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 ja. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Wir müssen ja irgendwie an den Typen vorbeikommen. Gut, dass wir hier so eine Übersicht haben, ey. Hallo? Geht da durch? Wo ist jetzt der Nächste? Jetzt müssen wir abwarten, wo er lang geht. Komm, geh schon mal hier hin. Wenn er jetzt rechts geht, dann gehen wir hier rum. Genau, perfekt. So, du gehst ja hoffentlich nicht wieder, gleich wieder zurück. Ja, perfekt. Von da aus kommt er nämlich gar nicht zu uns. Es sei denn, er dreht jetzt wieder um, aber... Haben diese Fragezeichen eigentlich irgendwas zu bedeuten, oder? Das sind wohl nur die Wände, beziehungsweise weiß er dann nicht, wie er da hinkommt. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, mussten wir jetzt hier lang? Und ich glaube, einer kam da auch noch. Ach, verdammt, da kommen wir gar nicht weiter. Okay, wir haben Zeit. Ja, da oben, bis er uns hier findet, das dauert eh. Jetzt müssen wir quasi... Oh verdammt, jetzt ist er aber schon ziemlich nah. Geh mal da lang. Die Frage ist, ob wir jetzt nicht in eine Falle reinlaufen. Hä? Na nun? Oh, wo sind wir denn jetzt gelandet? Okay. Das irgendwas, können wir hier irgendwas machen? Ich glaube nicht. Raum. Ach, das sind alles irgendwelche Räume, ne? Ich weiß auch nicht, ob man gegen die kämpfen kann oder ob man da so oder so verlieren würde. Komm. Ah, warum gehst du denn nicht da durch? Wie sollen wir denn an dem Typen vorbeikommen? Hier wird ja auch so ein Abgrund sein. Du willst nicht zurück, ne? Komm, geh mal einen anderen Weg, ey. Ja, jetzt hätten wir vielleicht an dem vorbeikommen können, aber das wäre sehr knapp gewesen. Komm, geh mal hier oben lang. Ach, Mann. Ach, verdammt.
Achso, Moment. Scheiße, wahrscheinlich dreht er gleich um, oder? Ne. Ah, da kommt ein weiterer Raum. Oha, was ist das denn? Eine Fischstatue. Können wir das Ding dafür benutzen vielleicht? Hallo? Metallstab mit Fischstatue. Das klappt so nicht. Können wir die irgendwie drücken oder sowas? Kann ich nicht bewegen. Ach, der hat noch eine Orichalkum-Perle. Können wir die in den... Ah. Schnapp. Oha, irgendwie... Irgendwas hat da nicht geklappt. Ja. Wo ist der Kopf? Können wir das anschauen irgendwie? Ach, der geht da sogar rein. Können wir hier... Das ist ja irgendwie der Kopf hier, oder? Das kann ich nicht nehmen. Du sollst doch nicht den Teich nehmen, du sollst den Kopf hier nehmen. Okay. Irgendwie müssen wir da ja durchkommen. Ich weiß nicht, ob das das Ziel jetzt hier ist, aber... Da war ja sowas wie ein Eingang. Jetzt kommt bestimmt wieder der Wachmann, ne? Hallo. Hier wieder zurück. Wie komme ich denn da durch? Können wir die Peitsche mit diesem Kopf benutzen vielleicht? Ich möchte eigentlich diesen Kopf da wieder raufsetzen. Oder können wir da irgendwas anderes aufsetzen? Ist das vielleicht egal? Aber ich kann ja nicht mal irgendwas damit benutzen. Haben wir noch irgendwas anderes? Benutzen wir den nochmal. Er zeigt nirgendwo hin, ja, schön. Ist jetzt unsere Perle auch kaputt gegangen bei der Aktion, oder? Speichern wir vorsichtshalber an der Stelle ab. Machen wir das mal. So. Gut. Aber wie kommen wir durch diese Tür durch? Können wir hier irgendwas verändern oder so? Können wir die nicht irgendwie anschauen, die Doppeltür? Warum musst du eigentlich jedes Mal in diesen See reingehen? Oder liegt hier noch irgendwo was drin? Die Wächterstatuen haben sie fest verschlossen. Ich gehe davon aus, wenn wir da den Kopf wieder raufsetzen würden, dann würde das auch funktionieren. Der war doch auch da drauf, der ist auch... Oder können wir da irgendwie... Aber wir können hier ja nichts dran machen. Außer irgendwas an der Doppeltür. Doppeltür, großer Teich. Teich mit Wasser. Haben wir hier noch irgendwo was? Ne, wir können höchstens zurück wieder in den Gang gehen, aber... Hilft uns jetzt auch nicht wirklich weiter. Vorhin, da wartet ja schon wieder der Wachmann. Geht er wieder zurück?
Wir kommen da also nicht wieder zurück, ey. Können wir die irgendwie drücken oder so was? Das kann ich nicht bewegen. Ist das Schlauch mit Teich mit Wasser vielleicht? Es klappt so nicht. Wir probieren jetzt einfach alles mit allem hier aus. Was haben wir denn noch so an Bord? Zwei Scheiben Brot. Wofür wir das auch immer haben. Man kann das vielleicht noch zusammenstellen, aber... Ja, aber bringt uns das irgendwas? Ein U-Boot-Sandwich. Aha. Können wir hier die Tasse damit benutzen? Der Krug ist nun voller Wasser. Und jetzt vielleicht hiermit? Das klappt so nicht. Das wird nicht funktionieren. Okay. Jetzt haben wir einen Krug mit Wasser. Das ist ja eine schöne Sache, aber was machen wir denn damit? Können wir den da umfüllen? Das wird nicht funktionieren. Also jetzt haben wir einen mit Wasser gefüllten Trog. Beziehungsweise Tonkrug. Aber was hat das auf sich? Das muss ja irgendwas... Irgendwas muss das ja bedeuten. Nur was?